Am Rednerpult ist jetzt Ruth Becher. Sie ist Abgeordnete der SPÖ. Keiner der Regierungsvertreter hat heute zu dem großen Problem der Menschen zu wohnen Stellung genommen. Wo Regierungsvertreter, nicht die Abgeordneten. Die Regierungsvertreter, wir besprechen ja das Regierungsprogramm und Wohnen ist ein Menschenrecht. Und ein Kapitel im Regierungsprogramm widmet sich dem Wohnen und ich habe mir das auch sehr genau durchgesehen und festgestellt, dass die wirklichen Probleme der Menschen hier nicht angesprochen werden. Die Mieten sind zu hoch, die Eigentumswohnungen sind zu teuer, Befristungen von 2 und 5 Jahren sind in der Zwischenzeit die Regel und nicht die Ausnahme. Jede zweite Wohnung österreichweit wird befristet vermietet. Das heißt, die Menschen müssen sehr oft umziehen, sind von ihren überteuerten Wohnungen und kommen dort gar nicht wirklich an. Sie sind Heimatlose im eigenen Land. Da drückt die Österreicherinnen und Österreicher der Schuh. Und das ist ein sehr schwerwiegendes Problem. Dazu kommt die ausufernde Spekulation. Wir verzeichnen Rekorde an ausländischen Investitionen. Laut österreichischer Nationalbank zahlen die Mieterinnen und Mieter jeden 5. Mieteuro wegen dieser Wohnungsspekulation zu viel. Das sind vordringliche Probleme der Österreicherinnen und Österreicher und die neue Regierung hat nichts ins Regierungsprogramm geschrieben, um das zu ändern. Mehr noch, dieses Regierungsprogramm ist aus wohnpolitischer Sicht das schwächste Programm in der Zweiten Republik. Die Einführung des Bestellerprinzips bei den Maklern soll kommen. Hier hat die ÖVP im Wahlkampf einen 180-Grad-Schwenk vorgenommen und die SPÖ-Forderung hier aufgenommen. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum die ÖVP und auch die Grünen sich nicht durchgerungen haben, hier der SPÖ im Hohen Haus zuzustimmen. Und die Menschen, die jetzt noch diese sogenannten 2.000 Euro zu viel bezahlt haben und noch zahlen werden, können sich bei der ÖVP, aber auch bei den Grünen dafür bedanken. Es ist schon so, wie es in sehr vielen Qualitätsmedien auch geschrieben wird, das Wohnkapitel des Regierungsprogramms besteht vor allem aus Überschriften. So fordert die Regierung höhere ökologische Standards bei der Vergabe von Wohnbauförderungsmitteln durch die Länder. Da ist ihnen aber doch entgangen, dass heuer bis Jahresende die EU-Gebäuderichtlinie in Kraft tritt. Bei uns in Österreich ist es die ÖIB-Richtlinie und sie schreibt thermische Standards, bei den thermischen Standards den Niedrigstenergiehaus-Standard vor. Besser ist nur mehr das Passivhaus und ich bezweifle, dass Sie meinen, hier noch höhere Standards zu erreichen. Ja, ich fasse zusammen, das Kapitel Wohnen im Regierungsprogramm macht Wohnen teurer in Österreich. Das Treiben der Spekulanten und der Bildung einer Immobilienblase, dem wird vorsätzlich tatenlos zugesehen. Das Programm sorgt dafür, dass die Profiteure von gestern auch die Profiteure von morgen sein werden. Und die Österreicherinnen und Österreicher werden den Gürtel enger schnallen müssen, um die garantiert weiter steigenden Wohnungspreise und Wohnungsmieten bezahlen zu können. Die Verantwortung dafür tragen die ÖVP und die Grünen. Vielen Dank. Das Kapitel Wohnen im Regierungsprogramm mache Wohnen teurer, sagt Ruth Becher. Sie ist die SPÖ-Wohnsprecherin.